Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute noch ein Tutorial. Wir haben ja in den letzten Videos viel über Variablen gelernt. Heute wollen wir das in einer kleinen Übung mal testen. Und zwar haben wir Folgendes vor. Wir wollen ein Level aufbauen, wo es zwei Triggerboxen geht. Und wenn man durch beide Triggerboxen geht, wird der Schalter aktiv. Und wenn man nur durch einen geht, wird quasi steht dann ein Schalter ist noch offen. Wie machen wir das? Wir haben hier den Third-Person-Template wieder in der Unreal Engine 5 und dann gehen wir in Level Blueprint. Genau. So. Setzen wir erstmal hier den rein und setzen uns erstmal zwei Variablen. Schalter 1 ist eine Variable, Schalter 2 ist die zweite Variable. Beides vom Typ Boolean. So, jetzt gehen wir wieder in unseren Level. Hier steht Place Actors. Hier gehen wir mal auf Trigger Boxen. Trigger Box, genau. So, hier setzen wir unseren ersten Trigger Box rein, ziehen den hoch, skalieren den mit R, also hier hoch. Und wenn ihr in der Unreal Engine irgendetwas kopieren wollt oder duplizieren wollt, beziehungsweise haltet ihr die Alt-Taste gedrückt und zieht an dem Translation, dann habt ihr schon zwei. Also das ist, wie der Name auch hier schon sagt, Triggerbox 2 und das ist Triggerbox, ja, ohne Zahl. Genau, also jetzt klicken wir auf den einen Triggerbox, gehen in so einen Level Blueprint hier oben und drücken die rechte Maustaste. Jetzt müssen wir ein Event setzen. Ein Event auf Kollision und Add on Actor Begin Overlap. Ja? Das ist für Triggerbox 1. Also sobald wir durch den Triggerbox 1 durchgehen, feuert er quasi diese Aktion ab, diese Nodes. So, jetzt brauchen wir auch noch einen zweiten, zum Beispiel, und zwar den hier. Und auf den drücken wir, klicken wir drauf, sodass es markiert ist, drücken auf die rechte Maustaste, Add Event for Triggerbox 2, Collision, Add on Actor, Begin Overlap, in Klammern Triggerbox 2. So, was wollten wir machen? Wir wollten, sobald der Charakter quasi durch beide Triggerboxen geht, ist quasi oben, beide Schalter sind umgelegt oder aktiv. Und wenn es nur durch einen geht, dann steht ein Schalter fehlt. So, was müssen wir machen? Sobald man durch den Schalter Triggerbox geht, wird es auf True gesetzt. Können wir Boolean, ja? Sobald wir durch den Triggerbox 2 gehen, wird das auf True gesetzt. Booleans können wir True oder False setzen, in dem Fall True. Jetzt ist Folgendes, also wir haben ja gesagt, sobald er zweimal durch die beiden Triggerboxen geht, soll das Schalter an sein, aktiv sein. So, jetzt können wir den End-Boolean benutzen. Der End-Boolean haben wir ja in den vorigen Videos besprochen, gibt einen True aus, sobald beide Boolean-Werte True sind. Das heißt, sobald das True ist und das True ist, kommt hier True raus, ja? So, genau, danach kommt ein if, ja, ihr drückt auf die rechte Maustaste, schreibt if hin und da kommt ein branch. Branch if ist beides dasselbe und dann verbindet ihr die Kondition mit dem hier und die Verbindung verbindet ihr mit dem branch Node. So, was haben wir jetzt hier? Wir haben hier zwei Ausgänge, einmal true und einmal false. So, sobald das true ist, wann wird das true, wenn beides true ist? Also sobald beide Schalter aktiv sind, wollen wir etwas im Viewport ausgeben, print string. So, und dann schreiben wir hin, beide Schalter sind aktiv. Ja. So, wann ist das false? Wenn einer der beiden false ist. Das heißt, wenn einer der beiden false ist, heißt das, dass ein Schalter noch fehlt. Ja. Ein Schalter fehlt noch, ja, Enter, so, genau, da sind wir auch schon fast fertig, Compile, Play, so, jetzt müsst ihr schauen, also der eine Triggerbox war ja hier, ein Schalter fehlt noch, ja, jetzt haben wir den Schalter 1 auf True gesetzt, der Schalter 2 ist noch auf False, deswegen steht auch ein Schalter fehlt noch, und sobald wir durch den zweiten gehen, steht da, beide Schalter sind aktiv. So, wenn wir aber jetzt wieder zurückgehen und wieder hier, beide Schalter sind aktiv.
Was müssen wir machen? Es ist ja immer noch aktiv. Wir könnten Folgendes machen: sobald hier steht, beide Schalter sind aktiv, können wir wieder die Schalter auf 0 setzen. Ja? Damit wir das Spiel nochmal von vorne anfangen. Compile und dann Play. Ja. Ein Schalter fehlt noch. Beide Schalter sind aktiv. Zum Beispiel könnte man im Spiel Folgendes machen, wenn beide Schalter aktiv sind, dass man eine Tür öffnet oder eine Truhe geht auf oder man gewinnt etwas, ja? Genau. Ja, jetzt können wir noch Folgendes machen. Ich weiß nicht, ob ich das in dieses Video einpacke. Das mache ich, glaube ich, in einem anderen Video. So, ich glaube, das habt ihr soweit verstanden. Also nochmal kurz zur Wiederholung. Also ich habe hier zwei Triggerboxen eingebaut. Einmal der hier und einmal der hier. Und sobald der Charakter durchläuft, wird zum Beispiel Schalter 1 aktiv. Und sobald man durch den Triggerbox 2 läuft, wird Schalter 2 aktiv. Und wenn beide Endnodes und beide True sind, dann kommt auch True raus. Und dann steht da, beide Schalter sind aktiv oben links. Und dann setzen wir das Ganze wieder auf unaktiv, ja, inaktiv. Sobald aber, wenn einer der beiden nicht aktiv ist, also wenn man durch eine der beiden nicht geht, dann steht da immer, ein Schalter fehlt noch. Ja. So, das war's von mir soweit. Eine kleine kurze Übung mit Variablen. Mit den späteren Videos wird es natürlich etwas umfangreicher, wird etwas auch mehr Spaß machen mit Lichtkomponenten, mit Türen. Aber bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis dann. Tschüss.